2 Stunden haben wir noch. Oh, nicht zu schnell. Und da kommt unser Manöver. Das dürfte ein Retrograde sein. Ja, es funktioniert. Gibt es noch den 1000-Euro-Perk bei Patreon? Ja, bitte. Not. Ich schalte Patreon auch Ende des Jahres ab. Da steht auch schon eine Ankündigung drin. Ich muss vielleicht mal die ganzen Perks heute Abend rauslöschen, dass man die auch gar nicht mehr aktivieren kann, damit noch weniger Leute aus Versehen auf die total tolle Idee kommen, bei Patreon noch irgendwas abzuschließen. Und der war auch nie komplett ernst gemeint. So. Ich hoffe, das war ersichtlich. Da sind wir wie Kinder, was man uns verbietet. Ich habe es euch ja nicht verboten, ich habe gesagt, das ist optional. Vielleicht solltet ihr euch sogar noch verbieten, dann ist es noch viel schlimmer. So, wir kommen der Bremsung nahe. Wir haben jetzt noch 1718 Delta V. Das sollte relativ chico funktionieren für eine Landung. Wir verbrauchen jetzt ungefähr 160 für das Einbremsen. Das ist hier ein bisschen mehr, weil wir ganz schön schnell vorbeigescheuert gekommen sind. Dann brauchen wir nochmal 180 circa für eine Landung. Das wird nicht ganz stimmen, weil wir nicht auf einem 10-Kilometer Orbit sind, sondern aus einem etwas höheren Orbit hinabstürzen. Aber lass es 300 sein. Und dann haben wir nochmal 200 Delta V, die wir zurück in den Orbit brauchen. Und ja, dann haben wir noch Delta V, also wir haben noch ausreichend Delta V, um zurückzukommen. Wir werden ja auch Material abladen aus den kleinen Haltecontainern. Ich überlege tatsächlich, ob ich sogar die Haltecontainer umbaue. Müssen wir mal gucken. Oder abbaue zumindest. Wer vom Winter noch eine Weihnachtskarte haben mag, der kann das noch machen. Ja. Wer von mir noch eine Weihnachtskarte haben mag, der kann das gerne noch machen. Das habe ich ja auch gesagt, da stehe ich noch zu, wer den 10-Dollar-Perk genommen hat, um noch seine Weihnachtskarte von mir zu bekommen, der kriegt die auch noch. Da bin ich Gentleman, ne? Zu meinem Wort stehe ich. So. Und Orbit erreicht, jawohl. So, bremsen, bremsen, bremsen. Was, warum schlängelt die Bahn so? Ne, das war da hinten wahrscheinlich so. Flyby-Geschichten. Zack. Wenn du das meinst von der Anzeige. So, 152, 300 für die Landung, 200 für den Start. Haben wir noch 1000, um zurück nach Kerbin zu kommen. Das müsste ganz gut klappen, dass wir den Kram noch absetzen können in einer halbwegs gesunden Umlaufbahn. Also den Kram im Sinne von diesen kleinen Habitation-Container, dass wir den vor der Landung zurücklassen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen zum... Oh, wir kommen echt schön schon über der Basis lang. Da müssen wir wahrscheinlich nur noch eine sehr kleine Korrektur machen. Gut, also Landung. Ansetzen. Zack. Ja gut, so schön kommen wir dann doch nicht über der Basis an. Irgendwo da ungefähr. Schauen wir mal. Na, da müssen wir schon noch ein ganzes Stück weiter, sehe ich gerade. Nicht so schnell, Basis, nicht so schnell. Warte auf mich. Vielleicht sollte ich aus einem niedrigeren Orbit versuchen, die Basis zu erreichen. Das macht so nicht besonders viel Sinn, was ich gerade treibe. Ich komme ja kaum hinterher. So, ich gehe mal auf irgendwie 20 Kilometer oder sowas runter. Und dann schnappen wir uns die Basis. Jetzt. Na, so wird das doch schon besser. Jetzt können wir sogar noch das jetzt direkt nutzen, um noch bei Tageslicht anzulanden. So.
Add-Manöver. Harte Bremse. Nochmal bitte. Jetzt ist das nämlich nicht mehr ganz so lange hin und die Basis wird sich nicht mehr ganz so viel bewegen währenddessen. Warte mal. Vielleicht dann doch ein bisschen weiter hier. Etwas mehr eine Parabelbahn draus machen. Kurz mal den Zeitraffer raus. Schon knapp genug. So. Und. Na komm, hör auf, so rumzulenken. Falschen Knopf. Okay, ich mache das mal immer noch mal neu. Also ungefähr hier. Was hat er denn jetzt schon wieder für Sorgen? Da, so ungefähr. Bremsen, 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 bremsen. Und runter. So, und jetzt bitte ein bisschen weiter nach hier. Ein bisschen weiter nach da. So, passt das ungefähr. Sehr schön. Gut, eine Minute noch bis zum Burn und wir haben eine knappe Minute für den Burn. Und du hast, funktioniert das jetzt alles mit dem Nerf-Triebwerk Starkwood? Da hatten wir im letzten Stream ein bisschen drüber diskutiert, da hattest du ja Fragen gestellt. Was relativ effizient, wenn man es dann richtig baut, ne? Also diese Atomtriebwerke, gerade für sehr lange Flüge. Sehr schön, das freut mich doch zu hören, wenn da... Wir haben uns ja mit den Zuschauern zusammen da quasi deiner Fragen zum Atomtriebwerk angenommen. Und das ist natürlich auch mal schön zu sehen, wenn man dann mitbekommt, dass das Ganze funktioniert. Oh, wir hätten hier auch noch mehr Habitation. 160 Tage. Juhu. So. Ich würde sagen, Bremsung. Wir bereiten uns auf den Einschlag vor. Und mit dem Einschlag meine ich natürlich eine super sanfte, touristikmäßige, ganz weiche Landung. Nichts würde mir ferner liegen, als hier irgendwelche Touristen umzubringen. Sowas tue ich nicht. Habe ich noch nie getan. Noch nie. Touristen sind mir heilig, möchte ich sagen. Im Gegensatz zu Kadetten der Akademie. Das bringt mich ja jetzt auch in eine Zwickmühle, wenn ihr sowas fragt. So, guck mal. Es ist ein anderer Kurs, aber gleiche Position. Ich denke, wir werden an der Basis leicht vorbeidödeln trotzdem. Ja. Ich muss jetzt mal kurz meinen Kurs etwas strecken. Wir haben nämlich noch, wir sind noch sehr langsam unterwegs, was die Fallgeschwindigkeit angeht. Deshalb werde ich jetzt meinen Vertical Speed etwas senken, während ich meinen horizontalen Speed etwas verbessere. So. Genau, das müsste nämlich den Effekt haben, dass dann mein Kurs. Okay, das wird. Discovery, nominal Mako, Ohms 1, not required. Schock, 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 schock. Oh, Sheriffire, vielen lieben Dank. 400 Bits, was ist los bei euch? Heute ist wohl ein guter Tag. Habt ihr alle Geld bekommen? So, ich muss das ein bisschen in die Länge ziehen. Komm, 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 komm. Ja, ja. So müsste er nämlich... Ich gebe ihm kurz ein bisschen Triebwerk mit. Ja, okay. Das ist jetzt nicht ganz korrekt von der Ausrichtung her. Ich muss also mal ganz kurz... Normal gehen, also nicht Anti-Normal, sondern Normal. Wir müssen die Einschlagsgeschwindigkeit erhöhen, ja vielleicht. So. So, ich korrigiere das kurz mit dem RCS. Gleichzeitig bringt uns das auch wieder etwas vor die Basis.
und erhöht zumindest immer noch unsere Vertical Speed. Unseren Vertical Speed. Jo. So sieht das gar nicht schlecht aus. Und wir sind dann da unten in 7 Minuten. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen lange hin. Aber gucken wir mal. Da kommen wir. So. Jetzt heißt es langsam mal ein Ziel setzen. Minmus Space Station Relay. Ist das? Falcon 7 Prototype Debris. Nicht so gut. Ja, egal. Schub, schub. So. Retract all solar. Und Landebeine raus. Und Surface-mäßig vielleicht mal retro gehen. So, wir haben jetzt eine potenzielle Thrust-Weight-Ratio von ein bisschen viel. Gut, den seitlichen Drift lassen wir eben mal. Wir haben noch 32 Kilometer bis zum Ultimo. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich nochmal... Ach du Scheiße. Echt viel zu steil runter. Ein bisschen korrigieren. Damit wir auch nachher wirklich die Basis treffen. So, zack. Lalalala. Wir wollen ja zumindest in Anbaureichweite sein. Kann ich, wenn ich am Moon bin, von dort aus nach Minmus brennen? Klar kannst du das tun, du hast nur ein Manöver dafür. Wir haben noch 2 Minuten bis Bodenkontakt. Surface Retro. Lichter sind an. Alle, die wir zumindest haben. Da hinten wird es auch langsam schon ein bisschen dunkel. Aber noch sind wir ganz gut unterwegs. So, mal gucken, wie das hier so gestaltet. Wir sind in diese Richtung unterwegs. Das heißt, wir müssen eigentlich... Um dem entgegenzuwirken, ne, andere Richtung, ein wenig in diese Richtung brennen, richtig? Genau dafür sorgen, dass wir jetzt quasi in die Basis reinfallen. Also ich hoffe natürlich nicht, dass wir in die Basis reinfallen, das ist nicht der Plan, aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte halt gerne nah ran. So, wir haben noch ein bisschen Platz bis zum Suicide. Trotz allem werde ich nicht suiciden mit den Huis mit dabei, aber ich gehe zumindest mal nah ran, denn wir haben immer noch eine 5er Thrust Weight, da kann man relativ viel mit reißen. Und ich denke, die wird auch deutlich über 4 bleiben, weil wir schon einiges an Treibstoff raus haben. So, ich halte uns den Puffer hier mal frei, das sieht aber gut aus, also ich kann die sofort fangen. Okay. Gut, das sieht gut aus. Meter vom Suicide zündig. Okay, sieht gut aus. Wir kommen jetzt quasi unter brennendem Triebwerk rein. Und ich bin mal ganz zuversichtlich, dass das klappt.
Basislied gerade. Langsam, langsam. So. Ich nehme jetzt ein bisschen Schwung raus, um den Suicide noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Und jetzt kümmere ich mich vor allen Dingen erstmal um den Vertical Speed, um noch ein bisschen näher ranzukommen. Oh, und mein Ziel ist auch ein bisschen weiter draußen noch. Vollgas bitte. Oh, ich habe ein bisschen übertüdelt, glaube ich. Zu lange zu viel im Leck rumgedödelt. Oh oh. Oh oh. Vertical 30. Oh, das ist gefährlich. Gefährlich knapp. Oh oh. Oh oh, ich hoffe, die Landebeine fangen das. Fuck. Komm, komm, komm. Ruder habe ich mich dank dem Leck deutlich verschätzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Retro, Retro, Retro. Ich brauche dich, Retro. Ich brauche dich, Retro. Okay, ich versuche jetzt gerade mit dem RCS-Thruster so viel wie möglich von der Retrograde-Geschwindigkeit also so viel wie möglich von der Geschwindigkeit abzubauen, bevor wir das nächste Mal aufsetzen. Ja, es ist bisher nur das Triebwerk, das ist alles noch cool. Ich hoffe, ich kriege die Geschwindigkeit weit genug reduziert, dass wir hier mit viel gutem Willen eine Landung daraus machen können. Komm schon, gib mir einen vernünftigen Retro. Gib mir einen vernünftigen Retro, den ich sehen kann. Okay, ich glaube, ich kriege eine Landung draus. Irgendwie hin. Irgendwie. Nein, 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 das tust du nicht. Nimm die Nase hoch, nimm die Nase hoch. Und zwar ein bisschen flott. Ah, fuck, ey. Okay, ich kriege eine Landung hin. Das ist okay. Das ist okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Keiner ist gestorben. Keiner ist tot. Kann ich starten? Nein, kann ich nicht. Alles klar. Gut. 500 Meter. Das ist nicht ideal, aber es ist auch kein Weltuntergang. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. So, jetzt habe ich natürlich gerade auch wieder dafür gesorgt, dass garantiert keine Monetarisierung niemals nicht stattfinden wird. Wir brauchen ein Triebwerk. So, lass mal gucken. Also ich stimme euch zu. Das birgt durchaus einen Fail, aber definitiv auch nochmal gut gerettet. So, alles klar. Das Ding ist schon mal nicht mehr da. Wo steht jetzt meine Rakete? Da steht meine Rakete. So. Hier ist noch soweit alles da. Jawohl. Ja, mit dem RCS komme ich nicht rüber. Überleg gerade, was wir draus machen. Ich glaube, ich roll schnell mal rüber. Kaboom. Ich roll halt vorsichtig. So. Das geht schon.
Was heißt denn hier LOL? Ich roll schnell mal rüber, ist eine völlig anerkannte Lösungsmethode von solchen Problemen in KSP. Guck mal, wir sind schon fast da. Weil wenn wir da erstmal hinkommen, ist ja alles erstmal gut. Wir müssen eh mit den Touris für, was sind das, 2 Stunden, 2 Tage? Ich glaube, 2 Tage sind das sogar. Erstmal hier bleiben. Das ist ja prinzipiell schon mal ganz löblich. Wie viel Sprit sage ich schon, wie viel Strom haben wir noch? Physikzeitraffer ist eine total gute Idee bei sowas, genau. Ganz kurz. Erstmal kurz aufrichten hier. Wir können uns natürlich auch einfach mal wie eine echte Rakete starten. Pass mal auf, wir könnten natürlich richtig mies sein. Und unsere Landebeine als Katapult benutzen, um hinzufliegen. Ich muss dann nur schnell genug... So. So, da drüben ist die Basis. Wenn ich in Richtung der Basis kippe und dann in dem Moment sage... Cheers! Das hat nur halb so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut. Nehme ich wieder zurück. Das Landebein-Katapult ist nicht die beste aller Ideen. Okay. Lasst mich kurz überlegen. Minus Base Alpha, Minus Base Scout Rover. Vielleicht. Vielleicht. Habe ich irgendwas? Rover drunter fahren und dann die Beine einklappen. Ich weiß nicht, ob das hält, ehrlich gesagt. Aber wir können es probieren. Wir können es probieren. Danach wissen wir es. Hockepack zur Basis. Nee, die Skycrane-Teile habe ich alle aufgelöst. Und ich habe dann, wie gesagt, Zeit, den Leuten hier einen Triebwerk vorbeizubringen. Ich muss ja nur ein neues Triebwerk anbauen. Alles andere ist ja noch da. Es ging ja insgesamt ziemlich glimpflich ab. Da bricht doch garantiert die Antenne ab. Möglich. Total möglich. Die können wir aber auch vorher einfach einklappen. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sorgen um die Solarpaneele. Warum dann dort nicht warten? Weil ich eine Verbindung schaffen muss zur Basis, damit der Vertrag losläuft. Und ich würde gern das Raumschiff einfach neben der Basis geparkt haben. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es tatsächlich mit dem Rover rübergefahren. Oh Gott, Rover, bremsen, bremsen oder zumindest dran vorbeifahren. So, danke. So, hinten die Motoren sind gedisabled. Es funktionieren nur die vorne ganz vorne und Bremsen sind hinten, alles klar. Dann probieren wir das mal. Ich schwebe auch, ist ein Schweberohr. So, mal gucken, was passiert, wenn ich den zumache.
Sieht alles gut aus, oder? Ja. Also ich habe noch Verbindungen. Wahrscheinlich relay ich über die Basis oder sowas. Weil das Ding hier hat ja eine Omni-Range von 5 Kilometer. Alles gut. Sehr schön. Genau, die andere Alternative ist ziehen. Ich setze jetzt mal kurz das Ding drauf ab und guck mal, ob es stabil drauf sitzen bleibt. Und wenn nicht, wäre ziehen die andere Variante. Oder die Räder umbauen. Wir bauen einfach die Räder an die... Ja, gucken wir mal. Es wird Dinge geben, die uns zur Basis bringen. Also keine Sorge, ich komme zur Basis. Ob das irgendjemand gut findet oder nicht, steht gar nicht zur Debatte. So, Rover ist drunter. Und darauf würde sich sogar so eine Art Auflagefläche ergeben. Jetzt ist nur die Frage, wie schlimm ist das Gewicht? Was ist denn da oben? Oh. Minmus-Pendler. Hallo, Minmus-Pendler. Schauen wir mal. Schwupp. Nicht die. Es ist nicht schön, aber es schaut schon so aus, als ob es funktioniert. Mal kurz gucken, ob das stabil bleibt, wenn ich umschalte. Aber wenn ich fahre, geht das fürchterlich schief. Nee, das machen wir nicht. Das ist mir zu gefährlich. Armer kleiner Rover. Bop. Bop. So, kleiner, alles ist wieder gut. So, was haben wir noch für Sachen hier rumliegen? Wartet mal, da hinten lag auch noch Dreck rum. Was ist das? Was bist du? Oh! Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe ein Spark Liquid Fuel Engine. Und davon zwei. So, Freunde. Ich hole mal einen Ingenieur. Also Reste von einem sehr prototypischen Skycrane. Aber der wichtige Part ist, da sind Triebwerke dran. So, genau. Ingenieur holen und vier Räder anschrauben. Denn die sinnvolle Gedankenüberschlagshandlung von einem Raketentriebwerk ist natürlich Räder ranzubauen, damit man mit dem Raketentriebwerk fahren kann. Hätte ich auch genauso als allererstes gedacht. Ich würde natürlich den Antrieb gerne eher dafür verwenden. Der dümmste Bauer kriegt die dümmsten Kartoffeln. Also die dicksten Kartoffeln. Was ist hier los? So, gut, Triebwerk also. Sehr schön, sehr schön. Zum Glück lasse ich immer haufenweise Müll in der Gegend rumliegen. Dann fliegen wir halt mit diesem Ersatztriebwerk in der Gegend rum, falls das ausreicht. Hier wird ja nichts weggeworfen, ne? Hier wird ja nichts weggeworfen. Hoffentlich kriegt das kleine Triebwerk in den Rucksack rein. Das wäre so die Hauptmaßgabe. Wenn das nicht klappt, dann muss ich mit dem Rover rüberkommen und dann schrauben wir es an den Rover ran und benutzen den Rover als LKW. So, Bremsung. Es kam letzte Woche kein RSS mehr. Also, du hast einmal RSS verpasst. Richtig? Ja, ich habe einmal ausgesetzt. Für die Zukunft Triebwerke nicht in Material Kits umwandeln. Doch, eigentlich schon. Für die Zukunft vielleicht ein bisschen besser bremsen und nicht irgendwo in der Weltgeschichte rumgucken, damit man sein eigenes Triebwerk nicht kaputt macht. Das fände ich eine Maßnahme. Aber es ist ja zum Glück nochmal gut gegangen mit den Touris. Aber der Pilot ist natürlich auch neu, ne? Der kann da nicht so viel für. Das ist ja noch, der ist ja noch Berufsanfänger. So, jetzt schauen wir mal, ob das gewichtsmäßig hinhaut. Oder größenmäßig eigentlich eher. Die Größe ist eher das Problem als das Gewicht.
Bob. So. Charlie. Dann brauchen wir doch den Rover. Hoppla. Oh, da hat der Rover gleich einen Sprung getan. So, Bremse raus. Die geht's ja soweit gut. Und weg da. Fahr da weg, bevor die wieder ihre Landebeine einziehen, die Schweine. So. Düt-düt. Irgendwas kaputt gegangen von deinen Rädern? Nö, ne? Sieht alles noch okay aus. Sehr schön. Dir geht's also gut, kleiner Rover. Ist die Bremse noch an? Gefühlt bremst er auf der einen Seite. Irgendwas ist komisch. Bisschen Schlagseite. So richtig schnell fährt er nicht. Schon mal schneller gefahren. Na gut. Ich weiß nicht, ob was kaputt gegangen ist. Also eigentlich. Eigentlich sieht es gut aus. Er hat halt so einen ganz leichten Rechtsdrall und ich habe so das Gefühl, er ist schon mal schneller gefahren. Also es wirkt so, als ob irgendein Rad blockiert wäre oder noch eine Bremse drin hätte, aber der Motor hier scheint kaputt zu sein auf der rechten Seite. Ne, jetzt tut er wieder. Okay. Können wir ein paar Motoren dazu schalten. Disable, das soll auch so sein. Disabled, enabled. Okay. Nee, ich glaube, den Motoren geht soweit gut. Das sah nur komisch aus. Steering Direction, inverted. Da sind alle inverted auch. Okay. Jetzt geht's auch. Also jetzt fährt er auch irgendwie wieder. Halbwegs. Vielleicht war da irgendwas abgeschaltet. Also jetzt fährt er ja auch 5, irgendwas. Real Flashback, das muss doch nicht, oder? So. Noch 800 Meter. Ja, mal schauen. Die Triebwerke kriegen wir bestimmt irgendwo angebaut. Irgendwie, hoffentlich.
Ja, das ist der Jesus-Rover, der schwebt über dem Boden. Ja, bin gespannt, ob wir da irgendwo das Triebwerk rangedengelt bekommen. Obwohl wir haben da so hier diese Stangendinger. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit müssten wir uns die Attachment Points erschaffen können, auf die wir bauen. So. Das hatte ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt mit den Touristen. Ist wie immer etwas länger. Ja, die Experimente habe ich alle schon mal gemacht, aber die können wir natürlich dann noch nutzen, um sie in dieses kleine Labor später mal reinzupacken oder nach und nach reinzupacken. Oh, und 5 Stunden 37 ist auch die Viper da. Sehe ich gerade. Also, dann kommt sie im Minmus-Einflussbereich. Ich habe einen ganz leichten Rechtsdrift, habe ich so das Gefühl. Man sieht schon, wo man hin will. So. Düp. Kriegen das alles hin. Wir kriegen das alles hin. So, ich fange schon mal an, ein bisschen zu bremsen. Damit ich dann zum Schluss nicht ganz so hart bremsen muss, sonst überschlagen wir uns noch. Wird ein 3-Stunden-Stream, ja, so ungefähr. Also, das mit den Triebwerken würde ich jetzt schon gerne noch klären. Also, ein schöner Cutpoint, damit ich euch nicht zu sehr mit dem Cliffhanger hängen lasse, weil der Cliffhanger ist ja dann immer noch spannend, wie die Mission weitergeht. Aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir die Triebwerke darüber bringen, anbauen und unser Touristenschiff noch in Richtung Basis bewegt bekommen. Hoffentlich. Das wäre schon noch ganz schön. Jetzt seht ihr auch mal, wie groß diese Rover eigentlich sind. Ne? Die sehen ja immer so niedlich aus. Guck mal, da ist ein Kerbel, hier ist der Rover. So groß ist ein Rover. So. Jetzt schauen wir mal einmal, ob irgendwas mit den Rädern ist. Ne? Denen geht's auch, die sehen normalerweise optisch auch anders aus. Also scheint alles okay zu sein mit den Rädern. Die kriegen sonst nämlich so, als ob die geplatzt wären. Alles Chico. Gut. So, das Einfachste wäre jetzt natürlich einfach zu sagen: Hey, herzlichen Glückwunsch. Macht er natürlich nicht. Da ist irgendwo ein Node. Und auf Nodes kann man attachen. Warte mal. Zack. Zack. So. Node attach. Vielen lieben Dank an Radioaktiv Sniper für dein Follow. Und ich versuche immer diesen Node zu finden. Nope. Da ist er doch. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwie optisch hinbekommen. Aber die andere Variante ist natürlich eine ganz, ganz einfache. Einfach zu sagen. Pop. Das hier zu nehmen und einfach darauf zu bauen. Oder so. Wartet mal, da muss ich ein bisschen. Ein bisschen die Solarpaneele Platz machen. Bom, 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 bom. Kurz mal hier drin hin, bitte. Chip, chip. Ja, von mir aus auch. Da ist er. Mist. Das ist bestimmt super. Kaputt gehen, Freunde. So, dann können wir doch einfach sagen, wir nehmen das da.
Zap, zap. So, zack. Und an das kann man bestimmt irgendwie diesen blöden... Vorhang. So. Warum auch immer. Aber ist ja auch egal. So, und der müsste theoretisch auch wiederum Not haben, um den nächsten darauf zu attachen. Ja, ich bin einfach nur zu weit weg, glaube ich. Ja. Ist nicht schön, aber es erfüllt seinen Zweck zum Transport. Jetzt kommt mit dem blöden Solarpanel wieder her hier. Dinge, die funktioniert haben, das nicht. Das dafür schon. Gut, zack. Ich muss es ja nicht alles verstehen, warum es funktioniert. Das muss einfach nur funktionieren. So, Freund Blasebalg, der Ingenieur, kann gleich hinterher fliegen. Vorher fahren wir aber erstmal mit dem Rover vor. Was? Mein Turm für die Lampen. Ja, das stimmt. Auch wenn ich ganz viele andere Teile schon mitgebracht habe. Wenn. Die sind ja alle in der Landefähre drin. Da sind auf jeden Fall meine Triebwerke jetzt. Hoppala. Was machst du da, Rover? Was genau glaubst du da zu tun? Ja gut, du bist jetzt ein bisschen kopflastig geworden dadurch, ne? Aber das ist nicht so wild. Solange du gleichmäßig fährst, ist alles super. Nimm den Körbel doch gleich mit. Der fällt da, glaube ich, runter. Ich habe keinen Sitz. Bremse. Ah, Bremse. Ja, 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 danke. Danke. Schreib mich nicht an. Schreib mich nicht an. Der Körbel fällt wahrscheinlich runter. Wir können das probieren, aber... Insgesamt ist aber auch die... Ich erhöhe jetzt ganz langsam die Geschwindigkeit. Langsam und vorsichtig. Damit wir nicht zu sehr ins Schwanken geraten. Aber damit wir auch nicht 3 Stunden unterwegs sind. Nee, ich nehme ihn nicht mit. Alles gut. Der fliegt gleich per Jetpack schnell rüber. Das geht ja relativ flink, der Kilometer. Weil ich habe nichts... hätte ich irgendwie so ein External Command Seat oder sowas, wo ich den draufsetzen könnte, wäre das eine ganz andere Nummer. Habe ich aber nicht. Habe ich aber nicht. So, wie ihr seht, ich fahre hier gerade wie auf rohen Eiern, weil ich einfach nicht möchte, dass irgendwas Komisches passiert. So, 1,2 Kilometer noch. Ja, ich müsste mal irgendwann einen richtigen Rover hinbauen hier. Auf dem Moon wäre das alles ein bisschen einfacher gewesen jetzt. Reicht ein Spark? Das werden wir sehen, wenn er da ist. Ich habe ja 2 Sparks mit dabei. Die Frage ist nicht, reicht ein Spark? Die Frage ist, reichen 2 Sparks? So, wir werden es gleich sehen, wenn der Ingenieur da ist. Dann wissen wir mehr. Hey, Jepsy! Willkommen! Kannst du die beiden symmetrisch anbauen? Wahrscheinlich nicht perfekt. Wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht perfekt. Ist aber auf Minmus auch völlig irrelevant, ob die perfekt symmetrisch sind. Es wird wahrscheinlich ausreichen, wenn die halbwegs
halbwegs in derselben Ecke landen. Oh, und Jepsy hat wieder seine Kumpels mitgebracht. Dankeschön fürs Hosten. Du bist also auch gerade durch mit dem Stream. Ich bin ja eigentlich auch offiziell gerade durch. Ich habe es ein bisschen versaut. Ich habe meine Touristen ein bisschen hart aufgesetzt. Die haben ihr Triebwerk kaputt gemacht und die muss ich jetzt noch näher ranbringen. Und ich habe da noch einen alten Skycrane gefunden, von dem ich mir gerade die Triebwerke geklaut habe. Deshalb fahre ich hier gerade mit dem Floddermobil, wo alles oben drauf gestapelt ist, rüber. Ja, schauen wir mal. Wir können dann auch gleich nochmal gucken zum Abschluss. Es gibt ja mittlerweile dieses komische Leute. Ich habe heute den Raid-Befehl freigeschaltet bekommen, aber ich muss da mal gucken. Wir müssen da mal gucken. Ich glaube, wir werden mal, aber sag das nicht so laut, weil der spielt gerade, der denkt, dass keiner ihm zugucken wird. Der Pü spielt nämlich Euro Truck Simulator, wahrscheinlich für so 3-4 Zuschauer. Und der ist schon ganz traurig gewesen. Weil, und geschrieben, er ist auch kein Böse, wenn dann keiner kommt, weil ich ja streame und parallel und tralala. Das heißt, wenn ich nachher mit dem Stream fertig bin, wir werden heute nicht mit der Musik aufhören. Das gilt nicht für die Leute, die die Aufzeichnung gucken, aber wir werden nicht mit der Musik aufhören, sondern ich benutze dann dieses Kommando. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Dann müssten wir normalerweise alle gemeinsam zu Pü in den Kanal kommen. Ich fange auch automatisch an, den Pü zu hosten mit Euro Truck Simulator. Und dann machen wir alle gemeinsam irgendwas. Ich muss mir überlegen, irgendwie so Honk Honk oder irgendwie sowas, so dieses Hupen für einen Truck, damit er mal ordentlich Euro Truck Simulator fährt. Dann beobachten wir mal, wie sehr es den Pü aus der Rolle bringt, wenn wir alle über ihn hereinbrechen. Oder könnten ihn alle fragen, ob das Ding auch Raketentriebwerke hat. Das würde natürlich thematisch sehr gut passen. Wenn jemand noch eine bessere Idee hat, sagt Bescheid. Ich möchte das auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar von euch bei diesem kleinen Raid beim Pü mitmachen, weil ich glaube, dass auch der Pü sich sehr freuen würde. Oder völlig verdattert ist und rückwärts vom Stuhl fällt. Das werden wir dann sehen. Aber ein Versuch ist es wert. So, letzten 500 Meter. Wie gesagt, ich folter euch nicht absichtlich mit der Geschwindigkeit. Mir geht es einfach nur darum, ich möchte gerne ganz, ganz vorsichtig sein mit der Annäherung, damit wir auf keinen Fall den Rover kaputt machen und diese Triebwerke verlieren. Die sind doch relativ wichtig. Seht ihr? So schnell kann das gehen. 390 Meter noch. So, und dann muss der Ingenieur noch kurz rüberfliegen. Dann machen wir die Triebwerke noch ran, probieren die Landung und dann sind wir auch fast durch. Fast. 78 Zuschauer. Was ist da passiert? Wie viele Leute hast du tatsächlich rübergebracht, Jepsy? Um Himmels Willen. Wie viele Zuschauer hattest du? So, das sind die letzten 250 Meter so langsam. Ich werde bei 200 Meter, 250 Meter auch mal anfangen, jetzt langsam immer wieder die Bremse reinzuhauen. Also ihr seht das kaum, aber ich gebe ein bisschen Gegenschub immer. Also ich baue ganz langsam den Speed ab. Ich habe Schiss, wenn ich richtig bremse, dass ich einfach ein Salto mache. 5 Stunden 20 haben wir noch. Dann ist tatsächlich oben das Shuttle da, ey. Das wird auch knapp. So, 4 Meter pro Sekunde noch. 160 Meter. Die Touristen denken sicherlich auch, was ist denn hier los? Erst werden sie fast umgebracht bei der Landung. Dann kommen hier die kleinen automatisierten Bauroboter und irgendjemand so Boxenstopp-mäßig schraubt neue Triebwerke an ihr Raumschiff ran. Kannst du machen? Gibt auf jeden Fall spannende Geschichten. Ich weiß nicht, ob das unser Touristenbusiness besonders befördern wird. Es bremsen nur die hinteren beiden Räder. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, nee, doch nicht. Die hinteren beiden. Ja. Also die hinteren zwei. Die hintere Hälfte. 4. So. Langsam. Ah, du wurdest auch gehostet. Schön. Das, erklärt dann auch. Und Leute, komm, oh, jetzt langsam. Nein, nicht überschlagen. Mein Freund, nicht überschlagen. So. Ja, langsam. Lieber eine Runde drumherum fahren, als irgendwie eine Fassrolle zu machen. So, die Drehung scheint das Ding auch gut zu entschleunigen. So, Powerslide-mäßig. So, das sieht doch gut aus.
Sehr schön. So, ganz langsam. Vorsichtig. Ordentlich. Sehr gut. So. Hui. Und dann. Alter, nein, 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 danke. Ja, ruhig, ganz ruhig, SRS an, Bremse rein. Rover steht. So, jetzt holen wir schnell den Ingenieur. Wenn ich es treffe, so, zack. Ja, noch einen kleinen Taschenfuel-Tank mitnehmen. Oh, passt nicht, na gut. RCS und los. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das Ding fliegt noch mit so ein bisschen links. Und ich hoffe, der Pü streamt gleich noch. Hoffe ich. So, ihr seht, das mit dem Jetpack schnell hinterherfliegen ist auf Minmus halt eine echt fixe Nummer. So, weil wegen ohne Schwerkraft und so. So, da bin ich ja mal echt gespannt. Ja, dann Winzeller, schönen Abend noch. Ich tue mein Bestes, damit dein Tourist das überlebt. Aber du wirst erst in der nächsten Folge mitbekommen, ob er es komplett überlebt. Haha. Ja. Oder wer hatte den? Ne, den Turi hatte Dings. Winzeller, du warst bei Galileo, ne? Ah. Alles gut. Ne, doch. Ah, ich weiß nicht mehr. Wie sind jetzt die Touristen da drin? Haha. Aber auf jeden Fall einen schönen Abend dir, Winzeller. So. Gut, jetzt gucken wir mal, ob ein Triebwerk tatsächlich reicht. Das wäre ja das Schönste. Dann können wir das nämlich einfach mittig auf den Node packen. Whoop. So, Ingenieur gelandet. Ingenieur hat Triebwerk. Ingenieur... hat Triebwerk falsch rum angebaut. Sehr schön. So, also so funktioniert das natürlich schon mal nicht. Ja, vielleicht machen wir es mal folgendermaßen. Der klassische Detach. So. Ach, du bist... Das ist ein Witz, oder? Okay, wir haben nur noch ein Spark-Triebwerk. Natürlich, weil es mit 0,01 Millimeter nach unten gefallen ist. Oh, Hass. Hass, 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 Hass. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das andere richtig rumdrehen. Weil es sonst peinlich wird, weil wir dann keins mehr haben. Das ist ja echt ärgerlich. So, jetzt gucken wir, dass wir den noch ein bisschen näher ranfahren. Um das aus einer Bewegung rauszumachen, dass ich auf den mittleren Node gehen kann. Aber irgendwie wollte er ihn nicht auf den mittleren Node nehmen. So. Aber wenn ich das richtig sehe, ist es jetzt falsch rum. Oh Gott. Wer soll denn so bauen? Der nimmt ihn nicht. Er nimmt ihn nicht. Warum nicht? Schwachkopf.
Ja, es sieht richtig aus, aber irgendwie nimmt er ihn nicht. Nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist, oder? Guck mal, das ist doch falsch um das Triebwerk. Wenn ihr mal genau hinguckt. Ist das kopfüber? Es muss halt genau andersrum. So. Warum macht er das nicht? Warum nimmt er dieses blöde Triebwerk nicht sauber? Das war schon mit R. Mit Notattach. Jetzt hat er es. Gott sei Dank. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Thrust-Weight-Ratio das ergibt. Wahrscheinlich nicht genug. Hahaha, 1,44. Es reicht. Es reicht. Es reicht völligst aus. 1,44 ist mehr als 1. So. Wir stehen leicht. Westlich von der Basis. Das heißt, wir müssen nach 270 Grad ungefähr pitchen. So, ich werde jetzt mal ganz langsam erstmal ein bisschen Höhe gewinnen. Hopp, 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 falsche Richtung. Ja, das geht. Das geht. Das geht nicht gut, aber es geht, um die Jungs darüber zu transportieren. Warte, warte, warte. Ah! So. Oh, 225. Ist egal. Es ist. Wir kommen dahin, wo wir hin wollen. Wir kommen da nicht besonders schnell hin. Aber wir kommen dahin. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Wir müssen ein bisschen in die Richtung schon mal einbremsen, dass wir dann nicht zu schnell. Obwohl, zu schnell geht gerade nicht. Deswegen. Ja, sowas geht aber auch nur auf solchen Schwerkraftzwingen. Da stimme ich dir komplett zu. Das hätte auf jedem anderen Himmelskörper nicht so richtig gut funktioniert. So, jetzt gebe ich mal nur noch so ein bisschen Schub. 0,96 sollte uns langsam zum Sinken bringen. Genau, das passt auch. Vertical Speed geht langsam runter. So, wir sind in die Richtung unterwegs. Das sieht auch gut aus, dass wir direkt an dieser Landezone, also da vorne ist ja die geplante Andockstelle. Dass wir an der vorbeikommen. Ja, ein bisschen näher ran noch. Sehr schön. Sieht gut aus. Das ist unsere Flugrichtung. Nur gucken, dass ich das rechtzeitig abbremse, damit wir so irgendwie auf, weiß ich nicht, wir wollen schon noch ein Stück ran.
eigentlich schon auch relativ flach rein jetzt. Das sieht gut aus. Da ist man mal kurz die Pizza abnehmen, annehmen. Ja, so sieht's aus. So. Meter zum Boden noch. Das sieht aber gut aus, dass wir tatsächlich auch nah genug sind gleich, um uns so, wir müssten jetzt ganz leicht sinken. Das tun wir, während ich ganz langsam die Horizontalgeschwindigkeit rausnehme. Jawohl, das sieht gut aus. Und wir die letzten paar Meter sehr, sehr kontrolliert absteigen. Ich glaub, das reicht auch. Gut, ich denke, das haben wir gut genug hingebogen bekommen, dass man damit arbeiten kann. Jetzt brauchen wir nochmal den Ingenieur, um das Ding zu verbinden, und dann laufen auch schon die zwei. Na, treffe ich ihn? So. Und dann laufen auch schon die zwei Tage. Ich hoffe, ich habe noch irgendwo einen Port. Ich glaube, an dem Ball ist noch ein Port dran in die Richtung, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann sind wir für heute durch. Und dann gehen wir den Pyraiden, hoffe ich zumindest. Jetzt lasst mich nur noch... Ach, wisst ihr was? Das mit dem Port gucken wir nächstes Mal. Wir gehen jetzt gleich den Pyraiden. So. Ja, und ich würde sagen, genau, klassisch nochmal hingewintert. Wir verpacken jetzt nur noch den Luca wieder, damit dem kein Unglück passiert. Ihr wisst ja, Kerbals draußen lassen ist nicht so gut. Genau, eine Tube ist da, das weiß ich schon. Aber ich wollte mal gucken, ob so ein Ressourcen-Nupsi-Teil... Oh Gott, viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Bremsen, bremsen. So, das passt. Gut. Und dann probieren wir das jetzt mal aus. Wenn ich es irgendwie völlig verkacke mit dem Raid, dann tut's mir leid. Aber wir probieren das trotzdem mal. Einfach damit ich lerne, wie man damit umgehen kann. Oder halt auch nicht umgehen kann. Also bereitet euch mental schon mal auf irgendwelche dämlichen Trucker-Witze vor. Irgendwas Lustiges, Trucker-mäßiges auf jeden Fall. Lasst euch ruhig dazu herab, den Chat aufs Übelste heimzusuchen. So, und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Waren ja doch noch ein paar unerwartete, ich nenne es mal, Problemchen mit dabei. Und ich gucke jetzt mal, der Pü ist noch online. Das heißt, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wir sehen uns gleich drüben beim Pü. Ich mache auch noch ein paar Minuten mit. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.